Herzlich willkommen, Freunde. Ja, das Season 5 Ende steht an, passend auch zum Anfang von Omega Rubin und Alpha Saphir. Und da habe ich mir gedacht, ich beziehe euch jetzt für die letzten drei Kämpfe mal ein bisschen mehr mit ein. Und ja, hier ist die Box mit den Pokémon, die für die Season immer verwendet wurden. Also meine Pokémon, die ich dafür hergegeben habe und angefertigt habe. Und ja, jetzt liegt es an euch. Ihr stellt ein Team zusammen. Aus den Pokémon, die hier drin sind. Ihr müsst aber dran denken, keine doppelten Items. Die Pokémon sind auch sortiert. Ich gehe auch die Pokémon gleich durch, also keine Sorge. Keine doppelten Items. Und ja, kombiniert wie ihr wollt. Ich lasse euch da freie Hand und drei Stück werde ich mir dann raussuchen und deren Kombination dann für die Kämpfe verwenden. So, also wir haben hier erstmal die erste Spalte mit Diktri, Torhaido, Snibuna, Turbutz und Karpilz. Das sind alles in dieser Spalte, sind alles Pokémon mit Fokusgurt. Die nächste Reihe ist alles Pokémon mit Überreste, mit Aquana, Felilara, Natara, Lamus und Kurtel. Danach Registeel und Ramot sind die einzigen Pokémon, die eine Brunusbeere tragen. Danach kommen die zwei Zitrusbeeren-Nutzer, Rotom und Stromborg. Danach hier Geowatz und Entei, Obla tragen wiederum dasselbe Item. Danach hier Offensivfeste, Zapdos und Meistergriff. Dann kommt hier Walschall Knackrack und Walschall Dementeos. Bei dem Pokémon kann ich auch zur Offensivweste greifen. Also das könnt ihr dann in den Kommentaren schreiben. Hier würde sich auch die Offensivweste anbieten. Danach zu meinem Stami. Wahlglas Stami. Alternativ auch mit Life Orb. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das lieber mit Life Orb haben möchtet. Mein Wahlglas Elisard. Danach hier Beulenhelm haben Eschnatoll und Zydomega. Giftschleim ist Slimog alleine. Also alle Pokémon, die hier hinten sind, haben eigentlich als einziges Pokémon kein Item, was hier irgendwer noch doppelt hat. Außer jetzt, wenn man Stami mit Life Orb spielt, ist Kurtel dann halt mit Life Orb ein bisschen blöd. Also Kurtel, Hundemon, Magma, Evolit, Schwächenschutz, Psyana. Was ich bisher noch nicht so spielen konnte, wie ich es eigentlich hatte mal vorhatte. Es war eine ganz grobe Idee damals und ja, bisher leider nicht wirklich dazu gekommen. Initiative, Psyana. Was sich mit Gedankengut einmal boostet, danach den Treffer der sehr verschiefen Attacke wegsteckt durch den Gedankengut und danach mit Schwächenschutz dann alles zerfetzt. Ist eine sehr gewagte Taktik, ich weiß es. Es ist ja auch nur, damit ich mal die Taktik variieren tue und mal was Neues auch reinbringe. Egal. So. Und natürlich hier Blaze mit Drachenklaue, Feuersturm, Erdbeben und Drachentanz. So. Also dann, ich lasse euch freie Wahl, schreibt in den Kommentar, welche Teamkombination ihr haben möchtet. Und ja, wenn ich dann drei Teamkombinationen habe, wird der 60. Nee, der 58., 59. und 60. Kampf ausgetragen. Und ja, das wird das Video kommt ja am Donnerstag hoch, das wird spätestens am Samstag sein. Also zwei Tage nach diesem Video spätestens, eventuell sogar Freitagabend schon, je nachdem. Dafür müssen auch die Kommentare da sein und also die Teamvorschläge meine ich damit da sein. Dann kann ich auf jeden Fall vielleicht den Kampf schon früher bringen. So, okay, das war's von mir. Stellt mir ein Team zusammen. Und nebenbei, wenn euch diese Idee gefällt, dass ich euch die Teams zusammenstellen lasse, könnt ihr das auch nochmal in euren Kommentaren erwähnen, weil ich suche nämlich immer noch ein paar Ideen für weitere folgende Interaktionen mit euch, für Kämpfe, für alles Mögliche, ihr wisst schon. Also, bis dahin!